Hallo ihr Sepplinge, willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. So, wir starten jetzt gleich den neuen Araberzuchtversuch. Ich muss wieder ein bisschen leise reden, weil wir haben nämlich jetzt schon, wie viel Uhr? Viertel nach eins mitten in der Nacht und ihr wisst ja, unsere Nachbarn haben ihr Schlafzimmer direkt neben unserem Arbeitszimmer. Deswegen muss ich gucken, dass ich heute jetzt nicht ganz so laut rede in der Folge hier. Wir machen jetzt mal eine gemeinsame, gemütliche Flüsterrunde und Stunde. Ja gut, eine Stunde geht die Folge vielleicht nicht. Okay. Erstmal wieder verkaufen hier. Was verkaufen wir denn? Oh, Soja haben wir jetzt viel. Das können wir jetzt dann auch mal verkaufen wieder zum Teil. Ich würde sagen, jetzt bauen wir mal Möhrchen an. Dann haben wir eigentlich von allem erstmal... Aha, kann ich ja nicht. Dann packen wir hier wieder Soja rein. So, ja... Okay, und hier jetzt Möhrchen. Möhrchen, Möhrchen. So. Sehr schön. Was haben wir am Post bekommen? Stahlbursche? Okay, okay. Ihr habt mich wieder besucht und Pferde gestrichen. Und wieder in einer ordentlichen Höhe mit meinen Pferden gezüchtet. Australien haben wir heute wieder. Ich wurde ja gefragt, ob ich nicht auch nochmal mit... zwei Diamanten mit Peach nach Mexiko kann, weil sie jetzt so viel Ausdauer hat. Werde ich auf jeden Fall nochmal machen, aber ich möchte jetzt erstmal... Es kommt drauf an, wie viel ich in der Folge zu zeigen habe. Wenn noch Luft ist, dann mache ich Mexiko einfach noch zusätzlich. Ansonsten mache ich das einfach wann anders. So, ja, gut. Schon wieder Soja. So, ja. Die Kleine verkaufen wir jetzt. Und jetzt machen wir uns direkt auf den Weg nach Frankreich, weil... Ich möchte jetzt gerne mit meinem mystischen Huffy züchten, denn ihr hattet mir einen Tipp gegeben. Hey, wenn das Pferd, mit dem du züchtest, mit dem Araber, seltener ist als der Araber selber, dann ist die Chance höher als nur 13%. Und das will ich ausprobieren, weil mystischen Huffy bekommt man ja nicht alle Tage eigentlich. Deswegen gucke ich mir das einfach mal an und ich sehe gerade, wir gehen wirklich stramm auf Level 22 zu. Top, also es geht ja richtig flott hier. Flotti Karotti. Heute müssen wir ausmisten bei Peach. Aber erstmal machen wir hier die Weide sauber und Äppeln ab. So. Wenn wir jetzt natürlich dann gleich mit Peach züchten, dann können wir dann keine Rennen mehr mit ihr machen. Deswegen machen wir heute mit Peach zuerst das Rennen. Zack. Muss mal schauen. Ja, ich gucke mal, wie viel Luft noch bleibt nach Besuchen und Züchten und allem drum und dran. Gut, da kann ich natürlich mit Peach kein Rennen mehr machen, weil sie dann im Zuchtbereich ist. Dann hängt sie erstmal im Zuchtstall fest. Aber wir gehen auf jeden Fall nochmal mit ihr nach Mexiko. Also, das kann ich versprechen. Bislang geht's noch mit den Sprüngen. Ich bin ja noch ein bisschen skeptisch. Ui, ja, das war nämlich jetzt schon ein bisschen knapper. Toll. Bin ich schon in den ersten Sprung reingekracht hier? Gut, da haben wir jetzt noch mal ein bisschen Ausdauer bekommen, aber wirklich hier kurz vor knapp schon wieder. Gott, hier ist so viel Matsch auf der Strecke. Ja, und da ist unsere Ausdauer leider weg. Wir haben es nicht wirklich weit geschafft. Nur 812 Meter. Wir haben zwei weiße Perlen bekommen, immerhin. Momentan reiten irgendwie sehr viele von euch nicht mehr unbedingt die Rennen. Fällt mir mal so auf. Oder ihr reitet nur noch in Brasilien. Nach Brasilien könnten wir auch noch mal. Kommen wir mal eben mal nach Brasilien machen. Das machen wir jetzt noch schnell. Das geht auch fix. Da kommen wir nicht so weit, wie wir jetzt zum Beispiel in Mexiko kommen würden. Aber das haben wir erst einmal gemacht. Aber ist das das neueste Rennen und was ganz Besonderes? So, einmal rüber. Und wieder runter.
So, und springen. Ja, hier leckt es gerade ein kleines bisschen. Und wieder springen. Ja, hier hat der Emulator auch ein kleines bisschen mehr zu tun. Als in den anderen Rennen. Und rüber. So. Oh Gott, das war knapp. Und schnell. Und wieder rüber. Ansonsten werden wir wieder mit dem Luftballon abgeholt. Sieht zwar süß aus, aber ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Yay, also diesmal läuft es doch eigentlich richtig gut hier. Ich glaube, soweit bin ich hier nicht gekommen das letzte Mal. Schade. Ja, bis zum nächsten Herz werden wir es wohl jetzt nicht mehr schaffen. Nee. Wie weit haben wir es geschafft? Na, guck mal da. 1121 Meter, das ist doch gut. Da kann ich mich echt nicht beschweren. Das war jetzt definitiv meine neue Bestleistung hier in Brasilien. Und wir sind auf Platz 1. Wie, ihr nehmt alle nicht teil? Oder ist das hier ein Spielfehler, dass ihr das nicht... dass mir das nicht angezeigt wird hier. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass sie auf einmal alle nicht mehr Spielzeit im Update. Das würde mich ja wundern. Zack, 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 zack. Ist es bei euch auch so, dass alle anderen keine Zeiten mehr haben? Also das wundert mich doch. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Gut, dann versuchen wir mal hier unseren... Ab wann können wir nochmal? Ah, sehr schön. Mit dem nächsten Rang, den wir bald erreichen, können wir den nächsten Stall hier in Frankreich bauen. Das ist natürlich cool. So, jetzt müssen wir erstmal wieder... Ich schaue jetzt mal bei der Lola vorbei. Es war in Frankreich, wo sie ihre beiden Araber hat. Hoffentlich sind die nicht wieder auf der Weide. Doch. Dann müssen wir wieder zu Unknown. War das in Frankreich oder war das in Amerika? Wo hier die Araber standen. Hier unten? Genau, Tiger. Genau den meinte ich. Versuchen wir jetzt mit Peach. Boah, ist das teuer mit den beiden zusammen. Jetzt haben wir eine Chance auf einen Araber. 11%, noch 2% geringer. Mystischer Huffy ist auf ganzen 38%. Und Missouri Foxtrotter haben wir hier noch. Auf 51. Na doll. Tja, wir haben Missouri Foxtrotter. Das ist ja mal komplett in die Hose gegangen. Ja, ich glaube, wir bleiben dann doch wieder bei der Variante mit Haflinger und Rocky Mountain. Ich glaube, da kommen wir dann doch besser hin. Ach man, das ist ärgerlich. Das ärgert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Na gut, kann ich nichts dran ändern. Gut, dann machen wir jetzt noch einen Besuch zum Abschluss. Diesmal wieder von hinten. So, das letzte Mal waren wir hier bei der Aitana. Laura M. hatten wir. Laura ST. hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Nee. Laura ST., wie auch immer du weiter heißt. Und du hast ein Bild von Alicia Online drin. Laura ST. Fall nach unten. So. Ach, guck mal hier. So ein bisschen asiatisch geschmückt hier. In Montana ist es momentan recht ausgestorben. Hier werden die Boxen ausgebaut. Hier haben wir einen Andalusier, die Lara. Haben wir hier stehen. Dann haben wir hier einen Appaloosa. Das ist die Balias. Gut, dann gucken wir jetzt direkt mal noch nach Deauville rüber. Oh. Und hier ist leider komplett ausgestorben. Die Oase ist da. Es sind zwei Ställe ausgebaut. Aber ansonsten ist hier nichts. Hier stehen keine Pferde. Schade. Konnte ich heute gar nicht so viel zeigen, wie ich jetzt gerne gezeigt hätte. Ich würde sagen, wir füttern mal noch eben Fix Alf und Sakura vielleicht. So. Zack. Gibt uns alles Erfahrungspunkte. Ja. Sakura auch noch? Nee, Sakura nicht, da haben wir nämlich nicht mehr genug Futter für. Ja gut,
dann würde ich einfach sagen, verabschiede ich mich jetzt hier an dieser Stelle von euch. Ja, na gut, dann probiere ich es morgen wieder lieber mit Haflinger und Rocky Mountain. Oder ihr habt noch einen anderen heißen Tipp für mich, wie ich irgendwie die Chance über 15% auf einen Araber bekomme. Wäre cool. Vielleicht habt ihr eine Idee. Und dann bis morgen. Tschüss.